Lilo. Ist doch immer schön, wenn die Zuschauer mitdenken und mitarbeiten. Einer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass viele das Problem haben, dass Flash-Videos im Blau erscheinen. Also dieser Hintergrund ist rot, ja. Und falls ihr die Farben nicht richtig seht, ich mache jetzt mal ein Testbild. Das hier ist blau. Das hier ist so bräunlich. Das ist orange. Das ist grün. Ja, das hier ist lila. Und das ist wieder rot. Gut. Also wenn das bei euch nicht ganz korrekt dargestellt wird, dann kann das daran liegen, dass ihr den Flash Player installiert habt und manche Sachen nicht installiert habt. Werde ich jetzt darauf eingehen. Gut. Und zwar gibt es dann einige Workarounds und danke nochmal an den Zuschauer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich hatte das nämlich auch eine Zeit lang, dachte, durch ein Update wäre das behoben worden, aber anscheinend habe ich zufällig aus Versehen das Richtige gemacht. Gut, eine Alternative ist zum Beispiel YouTube im HTML5-Format darzustellen, ja, wenn die Videos nicht richtig dargestellt werden. Das ist eine der einfachsten Möglichkeiten. Denn wir haben ja gelernt, ich habe ja letztens die PC-Welt Linux, die Linux-Welt gelesen und dass man da wahrscheinlich irgendwann auf HTML5 umsteigen wird. Ich habe dann die zweite Möglichkeit gefunden. In der besagten Seite, rechte Maustaste, Einstellungen, die Hardware-Beschleunigung aktivieren, das Häkchen rausnehmen und schließen. Falls das bei euch nicht geht, den Vollbildmodus mal versuchen und dort dann das gleiche machen. Rechte Maustaste in irgendein Video, ist egal welches, Einstellungen, die Hardware-Beschleunigung mal deaktivieren. Vielleicht seid ihr dann schon dort, wo ihr sein wollt. Gut, ich habe hier den Flash-Player 11.2.202.35 installiert und habe das Problem momentan nicht. Warum nicht? Ich habe den Flash Plugin Installer installiert hier und dieses Paket hier habe ich nicht installiert. Und diese Kombination scheint dazu zu führen, dass hier auf meiner Nvidia Grafikkarte, und um die geht es hauptsächlich, der Fehler nicht auftritt. Also, Flash Plugin Installer ist installiert. Ja. Und jetzt suche ich mal nach dem anderen Dingen. Könnt ihr in der Synaptic Paketverwaltung nachsuchen. Falls ihr Synaptic nicht installiert habt, einfach Synaptic installieren mit dem Software Center. Und ihr seht, libvdpow1 ist bei mir nicht installiert. Und da hat's was zu tun mit Nvidia. Ne? Für GeForce. Und genau die Grafikkarte habe ich. Und ich hatte zuerst so blaue Dinger und irgendwann hatte ich es nicht mehr. Aus irgendeinem Grund hat sich das hier mal deinstalliert oder installiert oder wie auch immer. Ich habe also die Kombination, das hier ist nicht installiert und der Flash Plugin Installer ist installiert. Und bei mir habe ich das Problem nicht mehr. Gut. Das war dieses. Das Ganze ist hier schön beschrieben auf ask.ubuntu.com/questions11.7127. Flash Video appears blue. Anscheinend hat man da bei Adobe keine große Lust mehr auf Linux. Last Version for Linux ist die Version 11.2. Gut, es gibt natürlich dann noch Sicherheitsupdates, ich glaube die nächsten 5 Jahre, so stand es zumindest in der Zeitschrift PC Welt Linux oder Linux Welt. Und dann gibt es hier eine ganze Menge mögliche Behebungstutorials, ne? Das ist doch ganz nett gemacht. Und wenn wir denen folgen, dann können wir ganz normal unseren Flashplayer wieder benutzen. Alternative wäre natürlich auch Minitube zu benutzen. Oder eine alte Flash-Version. Eine alte Flash-Version. Zum Beispiel hatte ich mal für 64-Bit ein kleines Skript gemacht, wie man den Square, so war der Codename des damaligen Flash Players installieren kann. Sofern denn die entsprechenden Dateien noch vorhanden sind oder irgendwo herumgeistern. Ja, da hatte ich damals den Flash Player 10 per Skript installiert und den Rest von Flash deinstalliert. Ob das jetzt noch funktioniert, weiß ich nicht. Habe ich nicht getestet, ohne Gewehr. Wäre eine Alternative noch. Oder halt, wie gesagt, Minitube. Ne? Minitube. Hatte ich letztens gezeigt. Minitube ist ja vollkommen flashfrei. Dann kopiert ihr euch einfach die Video-URL und benutzt dann Minitube zum Ansehen der Videos.
Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Ich hoffe, ihr seht jetzt nicht blau, sondern nur, wenn ich hier willentlich umschalte. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Danke nochmal an den Zuschauer für den hilfreichen Tipp und tschüss.